Aston Martin meldet sich mit dem DB11 zurück. Und der sieht nicht nur umwerfend elegant aus, er macht auch wirklich Spaß. Bei 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h kommt man mit der Rakete schnell vom Fleck. Das alles auch mit Hilfe aus Deutschland. Elektro- und Motortechnik stammen von Mercedes-Benz. Jenseits von 230 km/h fühlt sich der Wagen etwas leicht an der Vorderachse an, aber er bleibt trotzdem gut dirigierbar. Wenn es dann doch mal wieder langsamer gehen soll, packen die gut dosierbaren Bremsen verlässlich zu. Der DB11 kann aber nicht nur rasen. Mit seiner Ausstattung ist er auch alltagstauglich. Natürlich hat der Spaß seinen Preis. Unser Testwagen kostete 215.000 Euro.